Wasserkraftwerke, Gasleitungen, das Stromnetz und die Kernkraftwerke sollten nicht im Ausland verkauft werden. Dies ist das, was die verantwortliche Kommission der Nationalen Rat verlangt. Sie hat eine Änderung gegenüber dem sogenannten Lex Koller verabschiedet. 14. Energiekommission des Nationalen Rats möchte Strom- und Wasserkraftwerke vor ausländischen Käufern schützen. Der Auslöser für die Revision war eine parlamentarische Initiative von SP-Nationalstadtrat Jacqueline Badran, die beide parlamentarischen Kommissionen genehmigt hat. Die Vorlage zielt darauf ab, strategische Energieinfrastrukturen vor Auslandsinvestoren vor der Kontrolle zu schützen. Aus Perspektive Mehrheit Kommission besteht ein grundlegendes öffentliches Interesse, dass erhebliche Infrastrukturen Energieindustrie nicht in fremde Hände einbezogen werden. In der Sicht der angespannten Situation, dies im Hinblick auf die angespannte Situation scheint es umso wichtiger zu sein. Gehört hauptsächlich zur Infrastruktur des öffentlichen Sektors eine Minderheit, die aufgefordert wird, auf diese außergewöhnliche Stimmung zu verzichten. Die Minderheit der Kommission lehnt die Vorlage grundlegend ab, da sie eine problematische Einmischung in die Freiheit der wirtschaftlichen Freiheit sieht. Die Minderheit argumentiert auch, dass die Schweiz von ausländischen Investoren abhängig ist, um ihre Sicherheit der Versorgung zu stärken. In der vor einem Jahr abgelaufenen Konsultation kritisierten mehrere Geschäftsverbände, FDP und die GLP, Vorlage. 90% der Strominfrastruktur würden bereits zur Öffentlichkeit gehören, sie führt sie in das Feld.